Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Jetzt ist es wieder ein bisschen heller geworden. Mein Fernseher geht immer kurzzeitig in Dösmodus, wenn ich hier nichts tue. Ich habe mal nach den Dateien geguckt, wie groß die sind. Und die ist echt wie bei Callisto-Protokoll. Callisto-Protokoll war auch so extrem dunkel. Und da sind die Dateien echt ein Stück kleiner. So, hier haben wir eine Tür, die nicht aufgeht. Das sind immer die besten Türen. Hier haben wir keine Tür, sieht aber ein bisschen so aus. Da haben wir eine Tür. Da kommen wir her, oder? Müssen wir hin? Wir gehen einfach mal zurück. Kük, kük. Ach, hier ist schön hell. Ja, genau, hier kommen wir her. Ich glaube, wir mussten auch hier zurück. Ja. Genau, dann gehen wir mal da hinten durch. Keine Karte hier. Halbe Sachen gemacht, oder, Benedikta? Die Festung wurde geradezu überrollt. Das ist ja widerlich. Es fühlt sich gerade ein bisschen so an, als ob wir gegen sie kämpfen müssen. Gunst des Feuers. Ach, hier müssten wir eigentlich auch mal weitermachen, gell? Aber ich wollte das eine hier. Was war das denn? Das hier will ich. Das sieht krass aus. Erhöht Angriffswert um 7. Ja, das behalten wir auf jeden Fall. Verteidigungswert. Okay, das finde ich auch geil. Was ist das hier? Federwirbel. Erhöht den Schaden von Federwirbeln um 8%. Ist es mir das wert? Ich hätte gerne noch ein. Ich würde mir gerne noch irgendwas um den Hals hängen. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir lassen es erstmal. Boah, nee, ey, wir sind jetzt ganz. Boah, gar keinen Bock. Verdammt! Immer dieses Gehenne! Hinterher! Ich sehe hier noch irgendwas. Nicht, dass ich hier einfach durchrenne und die können ja eh nicht weglaufen. Gut geschützt. Wenn sich ein Gegner verteidigt, bringt es nicht viel, ihn von vorne anzugreifen. Umkreise ihn und greife von hinten an, um seine Verteidigung zu umgehen. Mit Gewalt. Bestimmte Fertigkeiten wie lodernde Klinge und Magieladung sowie einige Esper-Fertigkeiten, beispielsweise Phönix-Lohenschwinge, können die gegnerische Verteidigung direkt von vorne durchbrechen. Aha. Ich glaube, sie haben uns erwartet. Ach was. Hilf mir! Ach, ich bin ja voll. Warum bin ich voll, wenn man. M.A. Das sag ich dir, ey. Neue Gegner lernen sich. Das war's. Och, Hundis. Doofe Zauberer. Ah, ich glaube, der will noch nicht so richtig liegen bleiben. Das war's. Heiltrank, ja. Heiltrank automatisch benutzt. Stufe erhöht. Ist ein bisschen doof, dass es immer mittendrin kommt.
Gibt's noch neue Gegner eigentlich? Nein? Fertig? Hm. Das stoppt mich irgendwie. Hier ist ein großes Tor. Ach, erinnert mich ein bisschen an Demon's Souls, die Burg. Voll mächtig. Ich will nur mal schnell nochmal rumgucken, ob wir hier irgendwas finden. Vielleicht eine kleine Kiste, aber nee. Ich hatte vorhin eine kurze Pause gemacht und habe jetzt wieder angemacht. Und dann sieht man ja immer bei der PS5 dieses Titelbild, gell? Wenn man auf dem Home ist. Und da ist der Mond mit dem roten Punkt recht präsent im Moment. Es geht nur durch die Kapelle weiter. Die große Gewigo scheint Pläne für uns zu haben. Okay. Um Gottes Willen. Ist das dunkel, Mann? Wartet mal ganz kurz. Entschuldigt bitte. Bewegung sehr. Ja, hier. Ich muss das gerade mal. UI, was ist denn UI? Okay. Nee, das ist zu hell, gell? Das sieht ganz komisch aus. Ja, komm, machen wir mal 7. Okay, sind wir noch dunkel. Was zur Hölle ist hier passiert? Clive, pass auf. Die fässt dich an. Bisschen spät für ein Gebet. Als wäre ich so verzweifelt, auf den Segen falscher Götter zu warten. Nein, ich warte auf dich. Hab mich auch beeilt. Für Dramatik hast du gesorgt. Gut. Zur Sache. Wo sind die Männer und Frauen aus Kielbrück? Du meinst den Dominus. Er wird bis auf Weiteres in Valuts Diensten stehen. Komm zurück, Sedolphus. Ich brauche dich. Stell dir nur vor, was wir erschaffen könnten. Die Welt, die wir wollten. Du willst mich? Dein König will mich. Eine neue Welt will ich auch. Nur nicht seine. Der Wahnsinn, den er dir verkaufen will, ist so leer wie falsch. Begreif es doch endlich. Der König hat dich gerettet und das ist dein Dank dafür? Wie kann man so treulos sein? Ich lass mich nicht benutzen. Nicht so wie du. Was weißt du schon, Sedolphus? Genau. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Oder was du willst. Nur hast du früher immer gesagt, du willst dich nicht verstecken. Hast gesagt, du willst frei sein, von all dem frei. Sei wieder ehrlich zu dir selbst. Waren deine Ziele es wirklich wert, dass du dich dafür aufgeben musstest? Muss ich mich in deinen Augen etwa dafür schämen, meine Vorzüge für mich zu nutzen? Hab ich nicht gesagt. Aber so wie es aussieht, tust du dir selbst leid. Eine hohe Predigt, Herr Kommandant. Wie konnte ich nur glauben, du könntest dich ändern? Die einzige Person, die mir leid tut, bist du! Ich kann das nicht mehr.
Wenn du dich dem Traum meines Herrn in den Weg stellst, lässt du mir keine Wahl. Adieu, Sedolphus. Bleib da, Clive. Bitte was? Heilige! Oh oh, was ist denn los? Verdammt! Die cheatet! Oh Gottes Willen. Du. Vernichtet sie. Wenigstens sind es nicht mehr 3 gegen 1. Du weißt, was du tun bist. Warte mal. Welche muss ich jetzt angreifen? Die hier. Oh oh. Falsches Richtung. Also, das ist der Wahnsinn, oder? Also. Du weißt, was zu tun ist. Hier drüben. Pass, Morgan. Das Gesamtschaden. Nur was hatte ich hier? Mit der Sturm. Hey, ich hab's gesehen. Ich hätte mal so eine Frage, was, wie ist denn das, wenn ich einfach sterbe? Wo muss ich denn wieder ansetzen? Oh, Herr. Hey, das ist doch die falsche. Warte mal. Das hier, die hier ist es. Sie will Rache, Torgal. Pass auf. Oh, warte mal. Was ist denn hier los? Los. Oh, jetzt hab ich getrieft. Gottes Willen, ich hab gar keine Heilträge mehr. Ich hoffe, der flippt danach nicht aus.
Aber wie schnell du es beenden musst. Das Auge wird zur Herstellung von Ausrüstung gebraucht. Okay, ja. Nehmen wir alles. Sid, alles in Ordnung? Sehe ich so aus? Och nö. Benedikta ist sicher auf dem Weg zum Dominus. Du musst ihr nach. Schnell, bevor es zu spät ist. Im Gegensatz zu dir hat sie Flügel. Was ist mit dir? Ich brauche hier noch einen Moment. Sicher. Komm, Torgal. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ich wollte ihm ja einen Heiltrank anbieten, aber ich habe keine mehr. Hoffentlich überlebt er. Sonst heißt es ja Clives Versteck. Hey, Sid. Hast du schon Flügel? Ja, musst ein. Du wohl die Stufen nehmen. Ich halt hier Wache. Alles klar. Gibt es noch irgendwas zu finden? Die schöne Kapelle. Naja, wir müssen leider gehen. Oh Mann, oh. Nee, hier liegt ja nur ein Toter. Oh, guck mal da. Schöner Wald. Willst du mich jetzt eigentlich verscheißen? Wieso gibt es hier zwei Wege? Oh, das ist nur ein Zwischenweg. Okay. Yeah, ich hätte gern einen Heiltrank. Das wäre viel besser. Schöner Schrank. Oh Gott, das ist bestimmt ein Heiltrank. Ja, natürlich ist das ein Heiltrank. Boah, ich krieg zwei Heiltränke. Das ist der Mega. Heiltrank. Super. Gibt's nichts hier. Oh, gut. Ein Glück. Eine blutige Haut. Gunst des Feuers. Und ein Supertrank. Ja, uns geht's fast okay, würde ich sagen. Kommen wir nicht weiter. Hm.
Hier steht sie jetzt, dass sie eine Dings hatte. Benedikta Hamann, die Befehlshaberin der königlichen Späher Valuts und der Dominus Garudas, der Esper des Windes, während ihrer Liebschaft mit Hupo Kupka nichts als eine von König Barnabas gesponnene Intrige ist, war ihre Liebe zu Sid tief und aufrichtig. Seine Flucht aus Valut hinterließ eine klaffende Wunde in ihrem Herzen, die nie verheilt. Oh, es tut mir leid. Aber der hat auch mit dem anderen da rumgemacht. Mit ihr. Hupo. Habe ich hier eigentlich auch das dabei? Nee, das habe ich nicht dabei, gell? Journal. Nee, habe ich nicht dabei, tatsächlich. Schade eigentlich. Bevor wir da in den Kampf reingehen, würde ich tatsächlich doch mal gern hier hingucken. Das hier ist zwar sehr geil, aber ich habe irgendwie das... das schaffe ich jetzt eh nicht. Aber wir haben 625, vielleicht können wir irgendwas hochstufen. Schwerthieb. Gemeistert. Okay, das heißt gemeistert. Das können wir auch nicht verbessern, glaube ich. Vergessen. Ich vergesse es. So, das hier können wir verbessern. Gibt es auch irgendwas, was ich öfters benutze? Einfach? Irgendwas mit X? Was ist X? Nee, sowas benutze ich nicht. Ah, Kraft der Klingen. Das können wir auch nicht. Ich sollte öfters in die Luft springen, glaube ich. Drücke unmittelbar nach einem Nahkampfangriff. Erlernt. Das mag ich halt echt gern hier. Meistern. Das? In Fessler eine wallende Flammenwand, die gegnerische Magie beim Aufprall absorbiert und dann mehrere tödliche Feuerwellen aussendet. Die Welle werden umso stärker, je mehr Magie absorbiert wird. Ich glaube, wir nehmen doch das hier. Details? Ach, was ist das denn? Gewährt Bonuspunkte. Oho. Empfohlene. Ach, man braucht ja hier gar nicht so ein Ding. Warte mal. Hier wird einfach alles erklärt. Krass. So, unsere Ausrüstung. Muss man jetzt mal gucken. Wir haben das. Damit komme ich ganz gut klar. Ja. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas Neues haben, oder? Wir haben nur das Breitschwert. Das bringt nicht viel. Hier haben wir auch nichts. Nein. Könnte ich eigentlich verkaufen hier. Das ist alles verbessert. So, das erhöht die Verteidigung. Feuerschwall, Federwirbel. Federwirbel ist halt ganz cool, aber ja, um 9%. Nee, ich glaube, das lassen wir hier unten so. Ich glaube, besser wird es nicht. Gegenstände sind ein bisschen... Das hier wollte ich schon mal gucken. Stärke, Tonikum. Erhöht den Angriff für 60 Sekunden. Vielleicht sollte ich das eher trinken. Verteidigung. Ach, ich muss das ausrüsten. Ich habe das gar nicht ausgerüstet. So funktioniert es doch. Siegel trägt, den erkennt man als Verbündeten von Quinten, der grauen Eminenz von Kielbrück. Kopf hoch, ich habe nämlich eine Lösung für dein Problem. Kleiner Freundschaftsdienst für dich. Okay, gut. Ich bin ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und morgen müssen wir hinter diese Tür gucken, was hier los ist. Wir sind so gut ausgerüstet, wie es geht, glaube ich. Bis dann. Tschüss.